So vom Gefühl. Okay, jetzt habe ich schon fünf von den blöden Erzen da, die ich brauche, aber nicht finde. Ich muss jetzt Lava ausholen. So, dann mal die nächsten Diamanten sicherstellen. Wie viele waren das jetzt? Ich habe gerade nicht zugehört. Das sind wieder acht. Wieder 8. Nice, Ich finde 19 zwei mal Diamanten. 4. Es ist halt der Unterschied zwischen Stippmeinen und Höhlen. Ich habe ab jetzt sowieso unendlich Diamanten. Das ist der Unterschied. Ja. Wow! Glaube, Das war ein Creeper. das erste, was ich aber damit mache, wird jetzt sein, ein Netherportal herzustellen, damit die Bosse fast down. Das ist doch ein Witz. Diamanten. Ja. Das ist langsam echt ein Witz. Warte. 8. Ah nee, sind nur vier. Nur 4. Ich glaube, du machst eine Query. Ich hab 23 Stück. Dann setz dich mal ran. Fast eine Stunde hast du noch. Okay. Nice, und ich hab auch. Okay, ich habe bisher jetzt erst 9 von den depperten Erzen, die ich brauche. Ich merke aber schon, wir werden produktiv sein. Ach, pff, also von. Also Und jetzt. das Gute ist jetzt, wir können ja am Montag direkt wieder 2 Stunden. Es ist heute Freitag, oder? Richtig. Und ich kann vor Montag eh nicht zocken, also wird mich das auch nicht vermissen. Aber ab nächste Woche werde ich dann, glaube ich, so machen, dass ich mir, wenn ich den Chunkloader noch nicht schaffe, was wahrscheinlich sein wird, weil ich dafür erst einen Philosopher's Stone brauche. Warum das Oder denn? jetzt Ach, einen wegen Enderman. deiner Perle. Ja, oder halt jetzt einen Enderman, aber ich habe halt keine Rüstung und ich laufe durch die Nacht. Ja, wie gesagt, entweder auf einen zwei Block hohen Turm stellen Unter. oder unter mit einer halt zwei Block über dir einen Block haben. Dann sind Endermen safe. Weil hier war Ja. ich, glaube ich, vorhin drinnen. Geht's denn da so lang? Von Zombie ist man nicht safe, der einen in die Lava schubsen könnte. Glaube nicht. Wieso sollte man da vorne denn safe sein? Das war Oh. gerade so meine Situation. Ach so. Ich nehme jetzt mir auch mal das Tesla Tide Ore mit. Ich habe alles mitgenommen. Ich habe immer Cobblestone weggeworfen. Ah, nee, das mache ich nicht. Ich glaube, Mace Raider brauche ich jetzt auch nicht mehr. Dann gehe ich auch direkt in Engineer's Toolbox. Ha, aber du hast doch gar keine Ahnung, wie das geht. Ich habe genug Zeit dafür, es rauszufinden. So. 3 Creeper. RIP. Da oben geht die Höhle einfach mal weiter. Ich wollte schon sagen, nochmal Diamanten, aber es ist Silber. Brauche ich zwar wahrscheinlich auch noch, aber. Ich weiß ja nicht, wie weit du in den letzten 50 Minuten noch kommst. Inwiefern? Ob du schon mit Engineer's Toolbox anfängst. Nein, ich glaube nicht, weil da müsste ich damit anfangen. Ja? Diamanten. Bis ich damit anfange, werde ich definitiv vorher noch mit dem Singleplayer vorbeischauen und erst halt mal schauen, welche Ressourcen und so weiter. Und vor allem erstmal in Nether für den Philosopher's Stone. Ja, den können wir. Oh, Enderman. Soll ich es riskieren? No risk, no fun, das ist sein Motto. Hi, hi, hi. Ich baue mich vorher sicher. Nein, es ist Silber, keine Diamanten. Wäre auch zu viel des Guten Komm gewesen. schon, bitte. Enderperle. Ja, nice. Okay, ich glaube aber, ich werde jetzt mich langsam wieder an die Oberfläche begeben, weil mein Inventarplatz sich sehr rapide gen 0 bewegt. Ich habe jetzt eine Enderperle. Oh, läuft. Sieht ganz gut aus. Ich meine, ich habe jetzt auch schon 17 Rubine, 32 Saphire und
22 Amethysten. Hättest du ein Problem damit, nochmal kurz für einen schönen Tag den Server zu verlassen? Okay. Gut, ich bin jetzt schon bei 7 Minuten 40, die ich überziehen darf, weil ich die Zeit nicht auf dem Server war. Badum. Ja, ich schreibe mir das gerade alles minutiös auf. Oh! Du wirst mich so hassen. Du hast nicht wieder Diamanten gefunden. Was sagst du, wenn ich jetzt doch sage? Ich beanspruche welche. 2, 3, 4, 5. 5 Diamanten wieder. Vielleicht sollte ich mir einfach nur Wegpunkte machen und die danach irgendwann mit Glück abbauen. Aber... Das ist, glaube ich, gar nicht Oh möglich. Gott, herrje. Ich werde angerufen. Hallo, Geli. Hallo, Simsi. Willkommen in den Aufnahme. Ich bin nicht Simsi, ich bin Olli. Was für eine Aufnahme? Tekken Legends. Wann nimmst du denn sowas auf? Seitdem ich in dieses Projekt reingerutscht bin. Also eigentlich hat es jetzt erst angefangen, weil neu. Was? Ich habe gerade mit Simsi geredet. Achso. Hallo. Die Simsi ist gerade auf Mod. Wenn du Lust hast, kannst du mit der spielen. Das funktioniert jetzt relativ schlecht. Weil Tekkit ist auch Minecraft und. Ah. Okay, ja, ihr macht schon Spiel. Okay. Okay. Alles klar. By the way, der Captain da, der nimmt auch auf. Also so. Alles gut. Ich wollte es denen nur sagen. Das ist übrigens der Typ, mit dem ich das Er schreibt gerade, ich habe einer schon immer gesagt, ich bin kein scheiß Marzipanschweinchen. Weil es gar ist. Alles. Ist denn der Herzlose auch auf dem Server, oder wie? Nein, tatsächlich jetzt gerade nicht, aber irgendein Mr. Pablo möchte nicht, dass ich ihn Zitrönchen nenne. Deshalb nenne ich ihn jetzt mein Zitrönchen, Zitronentörtchen. Alles klar, mein Sie. Wie kommt man überhaupt auf sowas? Auf die Marzipanschweine? Nein, darauf. Ich weiß nicht, ob er. Ja, GG schreibt er jetzt. Also nicht GG, sondern wirklich GE, Abstand GE. Ja, der Typ ist komisch. Wegen dem habe ich jetzt angefangen, einen U-Bahn-Plan zu designen. Wieso hast du wegen ihm angefangen, einen U-Bahn-Plan zu designen? Weil die sich beschwert haben, dass meine Stadt-U-Bahn zu unübersichtlich ist. Die eine Stunde meiner Stadt rumgeirrt haben, bis sie mir das Endportal gefunden haben. So, gut. Ich werde mich jetzt auch übrigens demnächst an die Oberfläche wieder begeben. Das kann vorteilhaft sein. Weil? Keine Ahnung. Ach so, ja, das wissen sie nicht. Okay, ja gut. ich meine, ich habe eine relativ gute Ausbeute, würde ich sagen, was die Höhle hier betrifft. So kann man es sagen. Ich amüsiere mich gerade mit dem Typen im Chat. Ich glaube, er hasst dich jetzt ein bisschen, aber... Na, weil ich ihn mein Zitronentörtchen genannt habe. Ach, da steht man doch drüber. Es ist nur meine Challenge. Wie schaut's aus, Philosopher's Stone? Machen wir denn noch? Willst du mit meinen Shots? Start of something big, was war das denn? Redstone Engine. Oh, wofür denn die? Wegen dem Blockbreaker braucht man das, der kombiniert nicht mit diesen Pipes. Ach so, dann tust du noch mal eine Kiste zwischenschalten, oder? Mhm. Leider. Okay, ich brauche genau eins von diesen komischen Erzen von dir. Ich bin bei 400, 450. Wie hat mich das Skelett jetzt hier bitte getroffen? Ja, GG! Ja, das ist gemein.
Maxime. Also übrigens, GG ist... Nee, das wäre GG. Hoppla, Entschuldigung, ich hab nichts gesagt. Okay. Oh, ich spuren. Und wann ist die Pizza fertig? Oh, Pizza. Jetzt habt ihr mir Hunger gemacht, ihr Idioten. Oh, ich brauchte es dann dein Ernst doch nicht. Ich habe noch eins gefunden. Die Höhle ging überraschenderweise weiter. Willst du nicht trotzdem gleich zu mir kommen? Warum sollte ich? Ich habe jetzt hier ein Netherportal stehen. Ich dachte, das stellst du einen Spawn. Ich kann da auch noch gerne eins hinstellen. Ich habe noch 55 Obsidian. Ja, aber dann haben wir ein Problem mit dem Verlinkung und so Zeug. Das ist, glaube ich, weit genug weg, sonst baue ich meins ab. Ja, dann baust du jetzt ab, bevor du in den Nether gehst. Sonst haben wir nämlich im Nether das Problem, dass dann deins immer wieder neu spawnt. Und das muss 1000 Blöcke wechseln, damit das von Default neu spawnt. Und ich glaube, das... Dann mache ich meins einfach nicht an. Das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Ich mache meins einfach als zweites an. Dann das könnte funktionieren, ja. Hast du überhaupt ein Feuerzeug? Mache ich gerade. Oh, wow. Ich habe auch keinen Flint. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich hab hier aber Gravel. Also wie viele Köpfe die Monster hier fallen lassen, das ist abnormal. Braucht man die irgendwo für? Keine Ahnung. Ich find's aber trotzdem abnormal. So, ich hab ein Feuerzeug. Dann würde ich jetzt zum Spawn kommen. Ich überlege gerade nur, mache ich mir noch eine Rüstung? Ja, komm. Ich habe eine Brustplatte, ich glaube da drei. Was? Wenn danach, dass du deine volle Rüstung hast, kannst du hier vorgehen? Schauen, ob alles so... Oh Gott! Das sind viele Monster. Schnell, die verstörendste Band, die ihr finden könnt. Oder bist, bitte. Wirklich verstörend? Das verstörendste oder abartigste, das du dir denken kannst. Helge Schneider, es gibt Reis. Helge Schneider. Es gibt Reis. Welche, wie ihr das findet. Ja, verstörend halt. Hey, okay, verstörend jetzt nicht, aber ich weiß nicht, du kennst doch bestimmt Helge Schneider, oder? Jo. Gut, dann weißt du, was ihn erwartet. Ach komm, ich hasse euch. Oh je. Okay, Captain, ich komme einfach hoch zum Spawn jetzt. Jo, ich bin sofort unterwegs. Ich grabe mich jetzt einfach hoch, ich habe keinen Bock. Ach komm, jetzt ist hier oben die Höhle, wo das Skelett drin steht, wo ich mich gerade reingrabe. Ist das deren Ernst? Meine Güte. Nicht mal normal aus Höhlen rausbauen kann man sich in diesem Modpack. Ich hab's geschafft. Wer ist denn jetzt im Skype noch dabei? Wer ist das? Das ist Catman. Das ist der Typ, mit dem ich gerade aufnehme. Habe ich aber angekündigt gehabt. So. Tag. Seit wann zum Teufel kann man Fackeln auf Redstone platzieren? Gedi, wir sind erstmal weg, ne? Okay. Grüßeli, lass mal noch da mal Grüße. Tschüss. Das war, glaube ich, zu spät. Ich habe gerade eine Fackel auf eine Fackel gestellt. Ernsthaft? Ja, habe ich. Sollen wir das Portal einfach mal am Spawn ein bisschen verstecken und am Anfang gar nicht spoilern? Ja, wäre vielleicht... Nee, ich würde es eigentlich schon in die Öffentlichkeit stellen. Aber wir können ja jetzt quasi so einen Anbau machen oder so. Nee, kann man ja irgendwann anbauen. Also ich bin jetzt, da. Warte, ich komme. Ich muss nur noch ein paar Blöcke hoch. Ich muss mir eh noch ein bisschen Essen abbauen. Ich habe auch nur noch 9 Karotten. Ich habe nichts mehr. Ich habe das nämlich bei mir gerade angebaut eben. Ja, ich habe schon einen relativ weiten Weg dafür. Also sollen wir es denn auf der Startinsel machen? Ja, natürlich. Ich zeig's dir, wo vielleicht cool wäre. Also wenn wir das normale ohne, also mit Ecken machen. Ja, natürlich. Wäre, glaube ich, cooler.
Kann man denn ein Sieben schon übergroße Portale bauen? Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen es lieber mal nicht, weil es wahrscheinlich nicht geht. Ich habe auch gerade nur 14 mit, deswegen. Oh, ich bin in der Spawnhöhle, die wir zugebaut haben. Oh Gott! Dürfte ich nicht eigentlich deinen Namen dann sehen? Normal ja! Hilfe! Ich würde nicht Hilfe! Sehen. Hilfe! Monster! Ich sehe dich nicht. Ich hätte vielleicht Blöcke mitnehmen sollen. Ich baue mir kurz ein bisschen Erde ab. Hi! Siehst du mich? Ja. Bin ich blöd? Da! Nein! Ich hätte es hier hingebaut. Achso, ich hätte es hier hingebaut. Ist ja eigentlich völlig egal. Hier? Ja, so. Da ist Redstone. Ich sehe es. Danke für die Information. Hinter dir kommt ein Zombie. Nein. Nicht? Ah, der ist unter dem Wasser. Hi. Ich hab kein Schwert. Wo spawnt man? Weiß ich noch nicht. Du spawnst sicher. Ha. Du hast bestimmt Cobblestone dabei. Ja. Könntest du das Portal einbauen? Dankeschön. Ich stelle mich mal kurz hin, um einen Wegpunkt zu machen. Die wichtigste Investition ist übrigens eine Silkrad-Spitzhacke, mit der man nämlich Nether Ores ohne Probleme abbauen kann. Er kennt den Trick. Oder eine Quarry hier hinsetzen. Nein, ich glaube, die hat auch das Problem, dass du Probleme kriegst. Aber ich muss da nicht hier sein. Stimmt auch wieder, dann kriegst du halt weniger Ertrag raus. Ja, einfach mich hier hinsetzen. Ich erlaube mir jetzt einfach mal, hier hochzugehen. Und das Glowstone für uns zu holen. Nein, nicht die Group. Wie kann man Group All? Ich kann ja nur auf All. Portal. So, ich habe jetzt genug Glowstone und ich hätte auch einfach nur eins farmen können, weil ich jetzt mehr vermehrfachen können. Werden bei Nether Sulfur die Pigmen auch aggressiv? Wir können gehen, ne? Also da sind Diamanten, die könnten wir vielleicht mitnehmen. Wo sind hier Diamanten? Oh. Riskieren wir's? Hier sind zwei Stück. Wir können die auch vorher töten, die zwei. Da ist auch ein Baby-Typ. Aber ich verteidige dich. Ich hab halt kein Schwert, ne? Willst du die Axt so lange? Ja, es könnte hinhauen. Es kommt eigentlich raus, Diamant. Nee, lass mal. Da sind zwei neue. Okay, ich würde. Warte. Ich hab genug los dann. Wie viel haben wir denn? 43. What? Wie viel? Ich leg dir mal die Hälfte vors Portal. Yes. Hi. Würde ich meine Axt wieder mitnehmen. Gut, ich habe eh sonst keinen Platz mehr. Okay. Okay, ich habe alles, was wir brauchen. Oh, heile. Hi. Creeper. Sind im Villager-Dorf eigentlich noch Sachen, die man anpflanzen, also die man ernten könnte? Müsste eigentlich wieder neu da sein, ja. Das kann gut sein, dass die Wegpunkte weggehen. Wieso? Meiner ist weg. Welchen hast du denn gesetzt? Kann sein, dass du die Waypoint Group noch umstellen musst. Kannst du noch mal kurz schlafen? Noch nicht. Ich hole mir gerade eine zweite Enderperle. Du hast schon eine? Ja. Krass. Ja, ich hätte jetzt auch einen Enderman gehabt, aber... Alter, fuck, sind hier viele Monster.
Ne, dann kann ich mir nämlich eine immer wieder herstellen. Obwohl, ich habe jetzt... Hilfe! Catman, schnell schlaf! Ich versuch so schnell wie möglich... Sei einfach schnell bei deinem Bett, das würde auch schon passen. Hast du eins? Nein! Ich muss mich eh wieder ausloggen. Sehe ich von hier eigentlich den Spawn? Nö. Das ist ja kacke hier, die Location eigentlich. Ich gehe runter. Zur Sicherheit. Ja. Ich sag dir Bescheid, so wie ich mein Bett kenne, hat sich das wie ein Zombie gesucht. Oh, tatsächlich nicht. Und ne, ein Skelett diesmal. Ja, passt. Ich kann nicht mehr sprinten zum Skelett. Oh. Wunderbar ausgewichen. So. Ich liege. Und es ist Tag. Cool. So, jetzt ist die Frage, habe ich Gold? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Und wieder eine Minute Zeit geschindet. Nice. Wow! Der ist ja noch da! Der Zombie, hallo Villager Zombie. Aua. Toll, danke, ich brenne. Oh Gott, das war jetzt keine gute Idee. Hilfe! Wie heißt dieser Stein nochmal? Philosopher Stone. Philosopher Stone. Der ist ja tatsächlich sehr billig. Ja, teuer ist er nicht gerade, das stimmt. Also ich würde mal sagen, ich mache mir eine Rubin-Hoe. Time to farm. Ich glaube, ich habe gar keinen Cobblestone mehr. Nope, ich habe kein Cobble mehr. Welch unbeschreibliches Glück, dass hier welcher liegt. Wo ist mein Diamant hin? Tot. Merke ich gerade. So, gut. Man braucht viel Lapis. Wofür? Das ist ziemlich praktisch, das hat sehr viel EMC. Wofür braucht man viel Lapis? Das hat 800 EMC, damit kann man sich ziemlich viel herstellen. Ja, ich... Ach, von wegen, hast du schon mal nachgeschaut, wie viele Saphir und Rubine haben? Wahrscheinlich nicht. 2000! Deswegen würde ich fast vorschlagen, aus Amethysten grundsätzlich alles zu bauen, an Werkzeugen, die anderen für eine EMC-Table zu verballern. So, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Und dann habe ich tatsächlich einen Chunkloader. Was? Der nutzt ja aber irgendwie, ach doch, der nutzt ja voll viel eigentlich. Ja, meine Farm läuft durch. Eben. Ich mache jetzt einfach mal einen Dreier-Chunk. Das damit sind es, 9 Chunks. Nicht zu viel lädt. Und ich bin mir nicht sicher, soll ich eine Barrel lieber dran bauen? In einer Woche. Kann wahrscheinlich sinnvoll sein. Gut, dann mach ich das. Spontan. Zur Sicherheit mal. Okay, so. Also das erste, was ich jetzt definitiv mal mache, ist eine Kiste bauen. Das mache ich genau in diesem Moment auch.
So, in diese Kiste kommt jetzt erstmal Zeug rein. Nämlich meine ganzen Erze, die ich so habe. Dann sortiere ich die auch gleich mal, dann kann ich dir sagen, wie viel ich habe. Alter, 28 Diamanten, das ist so krank! Okay. Fast 3 Stacks Eisen. Fast. Ich hab doch 0 Eisen. Das ist eigentlich ganz. Ist okay. Ja, so gerade, ne? Ah, oh, das passt schon. Gerade so akzeptabel. Na ja, gut. Dieser Moment, wenn man eine Holzplanke zu wenig hat. Läuft. Naja, es geht. Timmermod sei Dank, hast du ja bald neues Holz. Ja. Geht ja schnell. Ich weiß aber nie, ob es so schlau ist, wirklich einen Timmermod zu nutzen oder den Baum selber abzubauen. Ja, bei großen Bäumen wie zum Beispiel 2x2 Fichten ist es auf jeden Fall, denke ich, schon sinnvoll. Ja, dann schon, aber bei den anderen. Oder halt, wenn du deine Axt mit Sharpness verzauberst. So, 1, 2, 3, 4, 5. Efficiency, oder? Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen. Wobei Sharpness natürlich auf Echsen auch ziemlich cool ist. Also kein Schwert mehr. Ja. So. Gut. Auch dass ich mir allerdings jetzt in der Höhle die Eisenbrustplatte gemacht habe, kann ich mir jetzt nicht mehr ausschließlich aus dem Pure Iron Ore Sachen herstellen. Was jetzt auch nicht so toll ist. Also ich brauche zuerst mal den Grinder und den Reaktor. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Strom verschwenden. Erze verschwenden, meine ich. Was ziemlich scheiße ist. Warte mal, man braucht. Oh Gott, wie ging jetzt der Project Table? Ich glaube, der hat eine Steinarbeitsfläche. Hier die Bench und. Yes. Jetzt brauche ich ernsthaft eine Wrench. Was baust du? Ein Messer Raid oder was? Nee, ich brauche die von Buildcraft. Ja, du brauchst, da kannst du eigentlich auch gleich die von Engineers Toolbox nehmen. Die von Buildcraft ist billig. Von Engineers Toolbox weiß ich nicht. Ich hab die noch nie gecraftet. Hört man zufällig Musik im Hintergrund? Bei wem? Bei mir. Ja, schon. Ey, das kann nicht sein. Deine Nachbarn? Meine Schwester. Ach Gott. Ich gucke gleich, dass ich dann in 10 Minuten offline gehe. Und dann einfach meine Zusammenfassung mache, nachdem ich gesagt habe, dass die Musik ausgehen sollte. Ich hoffe, das stört dich jetzt nicht extrem. Ich versuche einfach ein bisschen mehr zu reden. Und so laut sollte das jetzt auch nicht sein, oder? Was? Wie? Die Musik? Ne, passt schon. Okay. Was sieht eigentlich schöner aus bei dem Project Cables aus Frontfassade? Schubladen oder eine Schranktür mit zwei kleineren Türen? Das zweite. Oh lol, Kuse, wann kann man die denn mit einer Axt abbauen? Ich dachte, das ging mit einer Spitzhacke. Also ging es auch früher auch, aber. Ich glaube, ich brauche mir auch so ein Project Table. Ja, die Teile sind voll praktisch. Ja, die hat einfach früher jeder gehabt. Ja, ich meine, jetzt wo es hier auch kein ME-System gibt. Ja. Sind die eigentlich auch notwendig. So, jetzt ist die Frage bei mir so, brauche ich überhaupt eine Erzverdopplung? So. Modular Socket, dafür brauche ich jede Menge Power Management.